Apéro, um mit uns können aufs neue Jahr anzustoßen. Ich glaube, Sie sind ein bisschen länger unterwegs als wir schon. Und Sie werden dann nachher auch Versli, Sprüchli, Gedichte, wie alle Jahr dürfen aufsagen. Das war jetzt 3 Jahre nicht gewesen. Und die Begegnung soll sein, um mit Freunden, Kollegen können über das alte Jahr zu reden, zu referieren und vielleicht auch einen Ausblick oder zu philosophieren auf das neue Jahr raus. Gut, also ich würde gerne das Wort euch übergeben und Offizier 2021. Titel in der Wechseljahr. So wie das Uhrwerk im Kirchturm Moppe hat der Alltag dickt im Land und du hast in den Kindern stoppen gelernt, grüßen mit deiner Hand. Aufs Mal kommt ein Virus ganz gefährlich, alles geht durcheinander bringen und du darfst nicht mehr mit dem Chörli im Probelokal singen. Land und Wirtschaft wirken faul und lahm. Volk und Verein scheinen durch und zahm. Das Hotelzimmer kannst du nicht mehr buchen am anderen Ende der Welt. Du bist die rosige Zeit am Suchen und findest sie ohne kein Geld. Lass die Sorge aus deinem Kopf passieren und beweg deine Glieder. Darum geh in die Natur spazieren, da ist sicher viel gescheiter. Deine Heimat bietet Wald und See, ganz nah bei dir, schau, du wirst es sehen. Heb dich doch fest an deinem Lebensmut und tu dich darauf verloren. Es wird sicher wieder alles gut, andere Zeiten werden kommen. Wo der Kellner maskenlos serviert und wieder stellt sein Kamme und im Keller der Schwinger trainiert mit Übersprung und Gamme. So bist du auch stolz auf jeden Fall, hast teilgenommen am grössten Maskenball. Der mittlere Teil von dem Vers hat mich dazu bewegt, zum einen neuen schreiben. Ich hatte ja genug Zeit, 2 Lockdown. Im mittleren Teil hat es geheissen, deine Heimat bietet Wald und See, ganz nah bei dir, schau, du wirst es sehen. Also wir müssen nicht nur gerade in der ganzen Welt rumsickeln, um einen schönen Ort zu finden, da findet man auch in der eigenen Heimat. Darum habe ich gedacht, wieso auch nicht, über die eigene Heimat einmal ein Vers zu schreiben. In der Euphorie könnte man natürlich 8 Stunden lang erzählen oder so einen Schunke schreiben. Aber da kann ich nicht, sonst laufen die mir davon. Ich habe einen kleinen Hauch vom Ganzen zusammengefasst in der Verslinie. Und darum habe ich den Titel «Eine Prise Heimat» genommen. Prise mit schwachem B geschrieben. Es handelt sich um einen heißen Sommertag, wo sich die Leute in diesen 4 Sprachregionen dann grüezi und Adi sagen. Vers 2022, «Eine Prise Heimat». Wenn im Osten die Sonne aufgeht, im prächtigen Engiadina und der Hotelgast aufsteht, dann erhält der Piz Bernina. Der Wirt vom Marfen Stöbli tut freundlichen Umgang pflegen und im rätischen Zögli gönzeinander Allegra sägen. Auch im Land vom Risotto wird herzlich salutiert der Gast, es grüßt der Koch vom Grotto mit Fondue, wenn du machst ihn rasch. Egal ob in Gorgola, Piasca oder Catempino, hoch sotto la Pergola mit dem kühlen Boccalino. Und auch in der deutschen Schweiz lacht die Sonne hoch ob dir ganz flott, du seist trotz brütiger Hitze, Sali zusammen oder grüß Gott. Der Toni geht in die Höhe, geht abkühlen mit seinem Schätzli und du bist in der Nähe am Suchen ein schattiges Plätzli. Wenn im Westen die Sonne sich neigt, charmant der Jura tut verloh, und der Mond schon bald sich zeigt, dann geniesst der Wirt das Glas Bernot. Er sitzt vor der Brasserie im schönen Iverdon-Leben und seid voller Euphorie,
Bourgeois Soleil à demain. Guten Rutsch! Jetzt kommt der Mumma dran, vom Restaurant Landhaus. 17.50 Minute. Im Namen von der Nestlego, schön, dass ihr so zahlreich erschienen sind. Danke vielmals. Ich habe hier ja auch Aufgabe gefasst zum Sprüchli vorlesen, aber ich kann es natürlich nicht auswendig. Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir stehen wieder da vor Haus und Vieh. Im Fischbach am Sonnenberg hat es einen feinen Morgen gegeben. So haben wir den Tag gestartet ohne Sorgen. Am 5 Uhr haben wir gemacht, einen lauten Knall. So ist auch der Sepp verwachet in seinem Stall. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gehört. Von Haus zu Haus reichen wir her mit unseren schön geschmückten Schellen. Wenn das so weitergeht mit diesen Temperaturen, muss keiner mehr im Schnee vorspuren. So tut die Suppe nicht lange überlegen und kann das ganze Jahr barfuß rumsäckeln. Doch schauen wir, jetzt hat er an seine Schuhe. Uns lässt da einfach keine Ruhe. Hast du es an? Ja, ich habe es an. Wir sind dankbar, dass wir dürfen in die Stube hier hocken, ob barfuß oder einfach in den Socken. Zusammen ein Schwätzablon, ohne dass einem Zeit rennt davon. Zeit mit lieben Menschen verbringen tut, doch uns allen gut und uns näher zusammenbringen. Alle sind am Bangen, der Krieg in Europa hat uns in den Zangen. Obwohl es uns hier sehr gut geht, hat manchmal einer eine Not. Viele Preise sind am Steigen, doch unsere Hoffnung soll nicht versiegen. Wir probieren weniger Auto fahren und Energie sparen. Haben Angst vor den Beisen, die uns kalt verwischen können in dieser Energiekrise. Doch das Wetter lässt sich zum Glück nicht steuern, es macht, was es will. So ist jetzt warm wie im April. Wenn andere jammern über den Hochpreis vom Öl, dann trinken wir halt im Landhaus einen Müll. So tun wir einander Wärme schenken und nicht immer negativ denken. Umso grösser der Rauch in der Pfanne oder der Treichler Lärm, desto weiter bleibt das Unheil fern. So hat es Platz für neue Sachen, dass wir auch im neuen Jahr viel lachen können. Wir möchten bei uns, bei euch bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich. Gibt es doch manchmal etwas zu trinken oder am Franken. So wünschen wir jetzt von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo uns bringt kein graue Haar. Bleibt gesund und munter, denn das ist wichtig und alles andere ist nichtig. Mein Rutsch ist über Sporn, Strom, Mangelware 2022. Es war ein bisschen unwahr in den Medien und Strom, Gas und Erdöl auch. Alles wird teurer, verhalten tausend Sau. Die Weihnachtsdeko, klein und fein, sollte auch nicht mehr beleuchtet sein. In der Stube nur noch 18 Grad, ja, das ist schon ein bisschen schade. Energie wird knapp, das weiss auch der Scheck und kauft da kurzerhand Serisauer Bloch weg. Doch mit dem Kauf genau dabei ist der fiese Holzwurm gewesen. Der fräst sich gerade durch das ganze Loch schön durch, da machen wir nicht lang und können es bei unserer ersten Schellenprobe verführen. Schön warm hat es gegeben, wie dumm hat man unseren Bunker gesehen. Die einen hat es gefreut, die anderen die gefreut. Doch nichtsdestotrotz, auch Holz ist teuer, auch wenn es noch ist für unser Feuer. Die Wärme und Helligkeit soll euch auch im nächsten Jahr begleiten. Glückwünsche und Segen können wir so verbreiten. Viel Gesundheit soll es das nächste Jahr euch geben, viel Liebe, Zufriedenheit und viel mehr. Denkt immer dran, euch geht's gut. Johe, dann tun euch die hohen Energiekosten auch nicht mehr so weh. In dem Sinn, ein guter Rutsch und einen tollen Start. 2023 wird sicher smart. Ganz gut und neues und viel Gesundheit. Silvester ist schon wieder heute. Was machen wir echt, ihr lieben Leute? Wir nehmen unsere Schäden wieder vor und laufen mit denen durchs Dorf durch. Wir wollen ja alle Geister vertreiben, darum müssen wir schon eine Weile draussen bleiben. Mit den Treicheln
gehen wir kräftig schütteln und so das ganze Dorf wachrütteln. Wir wissen langsam, wie das funktioniert, sind ja schließlich auch schon routiniert. Vier Mitglieder haben das Jahrwort gegeben und ein neuer ist gekommen. Das lässt sich doch sehen. Wäre doch schön, jetzt noch ein Schnee. Wir hoffen halt, es hat das nächste Jahr ein bisschen mehr. Im neuen Jahr wünschen wir euch viel Glück. Schön, dass wir zusammen sind, jetzt und heute. Und geniessen jede Stunde, wir haben es eh noch nicht, wie es gerade kommt. Es ist Nacht und alle warten, bis auf dem Sonnenberg der Böller kracht. Ein Klapp, fast eine Explosion. Das ist Balsam für die Nösslerjäger-Tradition. Jetzt ist es wieder da, die besondere Zeit, wo es Fackeln und feine Glühwein gibt. Zu Haus und zu Hof bringen wir ein Lachen. Es soll allen in dieser Zeit Zufriedenheit und Freude machen. Etwas Feines trinken oder essen, mit lieben Leuten ein bisschen berichten, zuhören, staunen und erzählen ein paar schöne Geschichten. So vergeht der Tag, es ist bald so weit und endet auf dem Dorfplatz Nösslerjäger Silvesterzeit. Darum lassen wir es jetzt nochmal unsere Schellen klingen. Nur das Allerbeste und Gesundheit soll sie euch bringen. In dem Sinn, ganz ein gutes neues 2023.